Ja, hi, ich bin Dominik und mit Droneflow habe ich ein Unternehmen gegründet, bei dem ich spektakuläre Drohnenfilme und Drohnenaufnahmen produziere. Und das Ganze eben nicht mit herkömmlichen Drohnen, wie man sie vielleicht von Herstellern wie DJI kennt, die man im Mediamarkt kaufen kann, sondern eben mit sogenannten FPV-Drohnen, die ich selber baue. Und FPV steht hier für First Person View. Und das bedeutet im Prinzip, dass ich, während ich die Drohne fliege, diese bisschen abgespaced aussehende VR-Brille anhab. Und das Ganze ermöglicht mir aber ein wirklich immersives Bild und ein super räumliches Gefühl beim Fliegen. Und das zusammen mit der sehr komplett manuellen Steuerung, die ich da habe. Manuell heißt in dem Fall, die Drohne hat keinerlei ja, Sensorik oder sonst was. Die kann nicht mal selber schweben, wenn ich vom Gashebel gehe. Die fällt dann einfach runter. Der Vorteil davon ist, ich kann hochpräzise fliegen, weil jeder Input wirklich genau die Drohne lenkt. Und das ermöglicht mir eben tatsächlich dann auch einfach Sturzflüge zu fliegen, durch kleinste Löcher zu fliegen. Aber bevor ich hier versuche, das zu erklären, dachte ich zeige euch das einfach mal in einem kleinen Zusammenschnitt, den ich gemacht habe von Aufnahmen von mir. Ja, ich denke, man hat einen ganz coolen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich denke, man hat einen ganz coolen Überblick bekommen. Das war jetzt natürlich alles recht schnell geschnitten, einfach weil ich viel zeigen wollte. Aber ich denke, man hat einen ganz coolen Überblick bekommen, was man damit alles so machen kann. Und tatsächlich viele meiner Projekte, da dreht sich es um sogenannte Drohnenrundflüge, wie ich sie gerne nenne. Das heißt, da kann ich mit meiner Drohne zum Beispiel eine Location präsentieren. Das kann beispielsweise ein Hotel sein, eine Immobilie, irgendwie eine Event-Location. Und das Coole daran ist, man kann wirklich das Ganze ganzheitlich zeigen, indem man beispielsweise von außen in das Gebäude reinfliegt, dann fliegt man durch die verschiedenen Räume und hat da dann auch noch Statisten, die vielleicht irgendwas machen oder sogar mit der Kamera interagieren. Und so kann man eben den räumlichen Zusammenhang von so einer Location ziemlich cool präsentieren und bekommt einen viel besseren Überblick, als wenn man das jetzt auf Bildern sieht oder irgendwie in einem zusammengeschnittenen Film oder auch bei so einer 3D-Rundgangtour, wo man sich eben durchklicken muss oder sowas, sondern hat dann innerhalb von 2, 3 Minuten einen super Überblick. Gleichzeitig mache ich natürlich aber auch ganz normal, ganz klassisch im Filmgeschäft sozusagen einzelne Aufnahmen, die ich beispielsweise für Videoproduktionen produziere, die das für ihren Imagefilm brauchen. Und was dabei cool ist, dadurch, dass ich meine Drohnen selber baue, habe ich eben für jeden Anwendungsfall irgendwie die passende Drohne. Hier ist zum Beispiel meine ganz kleine, die wiegt unter 250 Gramm, ist dafür perfekt geeignet, dass man im Innenräumen fliegt, nah am Menschen, ohne dass was kaputt gehen kann, denn die hat hier ihre Propellerschützer und wiegt, wie gesagt, nicht viel. Dann gibt es aber natürlich auch ja, das hier, das ist ein bisschen größeres Geschoss. Damit kann man dann auch draußen und schnell fliegen, wie man vielleicht vorhin auch gesehen hat, ein Auto verfolgen, irgendwelche Sturzflüge machen. Die kann auch bis zu 150 km/h schnell werden. Also von daher, da sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Da kann man Loopings machen und sich wirklich aus den ja, heikelsten Situationen wieder retten durch die Power, die man hat. Und dann habe ich eben noch eine ganz andere Plattform hier, das ist nochmal deutlich größer. Die ist vor allem so groß, damit sie eine größere Kamera tragen kann. Beispielsweise dann hier, damit man auch Wechselobjektive hat, das ist vor allem für Videoproduktionen relevant, die vielleicht nochmal ja, ein bisschen mehr Bildqualität haben wollen und in der Postproduktion noch den letzten Schliff rausholen wollen. Und sowas kann ich eben auch bieten und dadurch habe ich ja, ein super, super Setup.
Und ja, ich würde euch ganz gerne auch noch mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn ich damit fliege. Deswegen werden wir jetzt gleich mal probieren, ich hoffe, das klappt mit dem Live-Bild, hier eine Runde rumzufliegen. Deswegen auch gerne mal das Licht im Saal schon mal anmachen. Und ich werde jetzt tatsächlich hier eine kleine Runde rumfliegen. Ah, vielleicht davor noch. Wie ihr seht, sind hier zwei Kameras drauf. Das eine ist die FPV-Kamera, durch die sehe ich in meiner Brille und das ist auch das Bild, was ihr gleich sehen werdet. Das ist ein bisschen ein schlechteres Bild, sage ich mal. Da geht es vor allem darum, dass es schnell übertragen wird auf meine Brille. Deswegen sieht das ein bisschen krisselig aus, ein bisschen wackelig. Die eigentliche Aufnahme, die man machen würde, macht man hier mit dieser Kamera. Das ist eine auseinandergebaute GoPro. Die würde eigentlich dann ein viel besseres Bild aufnehmen. Das bekomme ich nur leider nicht direkt übertragen. Dementsprechend werdet ihr jetzt gleich ein Bild sehen, was etwas grisselig aussieht, aber ihr habt ja vorhin gesehen, wie dann so ein Endprodukt aussehen kann. So, dann müsste jetzt hoffentlich gleich ein Bild vorne erscheinen. Ich warte noch ganz kurz, bis ich hier Verbindung habe. So, genau, jetzt sehen Sie es schon. Wie gesagt, ein bisschen grisselig. Wie viel Zeit habe ich noch? Nicht lange. Ich versuche mich zu beeilen. Dankeschön. So, und dann heben wir mal ab und Sie sehen, ich kann hier sehr präzise fliegen, beispielsweise kann ich auch hier hinten lang, ja, dann kann ich hier über die Bühne wieder zurückkommen. Eigentlich wollte ich hier durch meine eigenen Beine fliegen, ich habe mich nur schlecht hingestellt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, geht doch. Ja, allzu viel Zeit haben wir nicht. Ich lande schon wieder. Hoppla, ein bisschen holprig. genau, aber ich denke, man hat ein ganz cooles Bild bekommen, wie es funktionieren kann. Und ich werde tatsächlich draußen im Foyer gleich auch noch meinen Laptop aufbauen mit einem Simulator drauf. Da kann man gerne mal ausprobieren, wie es ist, eine Drohne zu fliegen, ohne das Risiko zu haben, dass man die irgendwie gegen die Wand scheppert, sondern rein digital. Würde mich freuen, wenn Sie da vorbeikommen. Mega spannend, Dominik. Ich muss mir das alles nochmal angucken. Die große Drohne, die hat hier eine richtig wertvolle Kamera drauf. Wo kommen deine Aufträge her? Viel Architektur, viel Industrie oder kommt auch mal so ein Filmemacher, der sagt, 150 Stundenkilometer, Autoverfolgungsjagd, da brauche ich Dominik. Genau, im Prinzip ist es tatsächlich beides. Also ich mache, wie gesagt, auch super viel, ja, wo ich durch Locations durchfliege, das ist dann hauptsächlich mit dieser kleinen. Aber gerade für Filmemacher oder so ist natürlich sowas hier echt cool, weil man eben ja, eine Bildqualität liefern kann, wo man wirklich dann natürlich auch mithalten kann für einen TV-Commercial zum Beispiel oder sowas. Dementsprechend Autos verfolgen kommt da auch gerne mal vor. Ja. Immobilien- und Hotelmarkt, ne? Das ist, glaube ich, auch ein großer Markt für dich geworden. Man kommt immer mehr auf Immobilienseiten, da fliegt man dann durch die Wohnung und das Hotelzimmer kann ich auch anfliegen. Also der Markt wird größer. Ja, habe ich auch das Gefühl. Also grundsätzlich läuft es gerade ganz gut. Ich habe vor kurzem wieder für eine größere Hotelkette mehrere Videos gemacht, wo man eben auch, ja, man kann da richtig coole Features einbauen in so einen Film, wenn man eben das auch die Szene auch belebt, indem da Statisten irgendwas machen. Da war dann zum Beispiel der Koch irgendwie, der da in der Küche den Pfannkuchen geflippt hat, während ich da lang geflogen bin. Oder eben im Pool springt gerade jemand rein und sowas. Und dann kriegt das Ganze natürlich auch ein bisschen Leben, ja. Spürst du auch Vorbehalte? Ich kenne das, wenn man irgendwo schön auf der Gartenparty ist und dann aus dem Nachbarsgarten kommt eine Drohne geflogen. Ich habe da immer ein bisschen schlechte Laune, gebe ich zu. Spürst du manchmal auch irgendwie Vorbehalte? Ja, natürlich. Gleichzeitig verstehe ich das auch total. Also ich glaube, ich würde jetzt auf einer Gartenparty auch nicht wollen, dass da irgendjemand die Drohne drüber fliegt. Dementsprechend, ich mache das ja hauptsächlich im professionellen Umfeld und meistens auch irgendwie an einem Set, wo dann irgendwie klar ist, hier fliegt jetzt gleich eine Drohne rum. Ich kann das total verstehen, wenn das einen zum Beispiel im Urlaub auch stört, wenn man irgendwie an einem schönen Ort ist und dann alle 5 Minuten irgendwie eine neue Drohne hochsteigt. Das ist leider so. Wird man wahrscheinlich auch nicht viel dagegen unternehmen können, beziehungsweise freue ich mich auch nicht, wenn zu viel dagegen unternommen wird, weil natürlich das Reglement für mich dann auch gilt. Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Grad, den man da gehen muss. Aber ja, im professionellen Umfeld funktioniert das ganz gut. Ja. Und du bist ja auch Tüftler. Also genau. Viele haben ja eine Drohne und machen Drohnenfilme, aber du baust die Dinge auch noch selbst.
Wie bist du drauf gekommen? Lebst du auch deinen Traum sozusagen? Also war das von Anfang an so deine Welt? So ein bisschen. Also ich habe tatsächlich so im Studium, ich habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also hat eigentlich theoretisch mit dem Basteln vielleicht ein bisschen was zu tun, aber mit dem Filmemachen eigentlich gar nichts. Habe da eigentlich mal angefangen, Videos zu machen. Und wenn man irgendwie ja, Filme und Videos produziert, dann kommt man irgendwann nicht an so Drohnen vorbei. Und dann fand ich das so cool und habe mich da so ein bisschen spezialisiert. Und dann kam eben dieses FPV-Thema auf. Und das ist dann natürlich ein riesen Rabbit Hole, in das man sich einarbeiten kann und dann will man schnell seine erste Drohne bauen und dann seine zweite und irgendwann seine zehnte und dann so geht es. Ja. Baust du auch für andere? Noch eine letzte Frage oder nee, nur für dich selbst? Nur für mich selber, das will ich glaube ich nicht verantworten, dass da irgendwas kaputt geht im Zweifel, da will ich lieber selber schuld sein bei meinen eigenen Drohnen. Ja. Das war unser siebter Kreativer. Dominik, du bleibst bei uns auf der Bühne. Dankeschön.